Erfolg durch positives Denken oder dem Gesetz der Anziehung. Ja Leute, in diesem Video geht es um positives Denken. Was bringt es nicht, wie weit sollte man dem positiven Denken vertrauen, beziehungsweise dem Gesetz der Anziehung. Und ich kann dir sagen, dass das Gesetz der Anziehung eines der ersten Gesetze war, wenn du so willst, von denen ich gehört habe im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte direkt auf den Punkt kommen. Jein, das Gesetz funktioniert zwar, aber nur bedingt. Ja? Bedeutet also, wenn du positiv denkst, dann siehst du andere Dinge. Bedeutet, wenn ich in eine bestimmte Richtung denke, ein bestimmtes Ziel habe und durch die Welt laufe, dann sehe ich bestimmte Situationen, die ich vorher nicht gesehen habe, aufgrund dessen, dass ich dieses Ziel habe. Das heißt aber nicht, dass ich nur dadurch, dass ich positiv denke, erfolgreich werde. Denn einen wichtigen Punkt, vergessen die meisten, zum Erfolg gehört Handeln dazu. Wenn ich nicht handle, werde ich nicht erfolgreich, egal in welchem Lebensbereich. Und deshalb kann ich sagen, dass Erfolg durch positives Denken bedingt funktioniert, weil man eben verschiedene Dinge wahrnimmt, aber natürlich auf der anderen Seite auch noch handeln muss. Ja. Und wenn du jetzt meine 4-Schritte-Erfolgsformel erfahren möchtest, von der unter anderem ein Schritt Handeln ist, ja, dann klicke jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung und downloade dir meine 4-Schritte-Erfolgsformel kostenlos per E-Mail. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch bzw. like das Video. Und oder schreibe mir unter diesem Video deinen Kommentar, was du darüber denkst. Und letztendlich abonniere auch natürlich meinen Channel. Ja? Das heißt also, abonniere meinen YouTube-Channel, like das Video, schreibe einen Kommentar und zum Schluss downloade dir meine 4-Schritte-Erfolgsformel unter diesem Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, dein Chris Steljes.